Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Life is Strange 2 Episode 5 Wolves bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, hier in diesem kleinen, ja, wollen wir es Örtchen nennen, namens Away sind wir angekommen in dieser Gemeinschaft, haben im letzten Part nach ein bisschen Background-Story noch Joanne kennengelernt und haben ja jetzt noch ein bisschen was vor uns, was wir uns anschauen sollen. Als Ossi fange ich natürlich rechts an. Die Tauschkiste kennen wir schon, aber hier diese ganzen Pflanzen, Bälder, Blumenkübelkästen, wie auch immer man sie betiteln mag. Karen practices what she preaches. She barters with her food, not money. Excuse me, water boy. Did you remember to feed the crops? I never forget. Ask mom. But no way I could grow stuff like she can. Maybe in Mexico. Oh yeah. We can grow a lot of stuff there. Na, ein kleines bisschen trocken sieht die aber doch schon aus, hä? Ein Sticker. We could also try to be self-sufficient when we're in Mexico. Ach, ist das hier ein Collectible? Wir hatten doch da auch was mit Pflanzen, ne? Das müsste ja dann schon das dritte sein. Ist die Episode nicht so lang oder gibt es hier so viel Stuff nur früher? Wölfin, ne? Das ist schon der dritte. Schauen wir mal. So, ein Wassertank. Der ist ja nicht weit weg. Water management is kind of a big thing around here. Muss man wenigstens nicht so weit schleppen wie in dem Camp, wo wir damals waren. Dude, we could put red food coloring in the water and turn this into a blood tank. Yeah, but then everybody would freak out. Plus, you can't do food coloring out here. Ein paar Solarzellen. Ein bisschen Photovoltaik hier. Um an Energie zu kommen. You're never gonna run out of sun in the desert. Ja, gute Chancen auf ständige Sonne wirst du wohl haben. Ne? Steht jetzt nicht ideal, aber wahrscheinlich sind die bestimmt auch auf die Mittagssonne gerichtet. Dass da auch am meisten reinkommt. Ja, da können wir nicht hin, ich hab's mir gedacht. Entspann dich doch mal. Die werden dich schon nicht den Koffer packen. Drei Ports später. Eine Antenne. I hope the UFOs are listening. Davids Wohnwagen. Von David haben wir, glaube ich, noch nichts gelesen in unserem Tagebuch da vorhin, oder? Also für euch vorgestern. David always wants to help. But he's tough to figure out. Den haben wir noch nicht wirklich kennengelernt, wo wir von der einen oder anderen schon ein, zwei Fakten haben. Eine Zeichnung von Daniel, das konnte man schon von weitem erkennen. Don't do bad, please. Yeah. Daniel still misses Chris. Ja. So ein Captain Spirit. Hey, your Captain Spirit drawing was awesome. Thanks. Wish I could show it to Chris. Do you think he can visit us down in Puerto Lobos? Ah, bestimmt. Yep. Let's make it happen. So, I've seen some shit already in wieder ein paar Pflanzen, ein bisschen Stuff, Feuerwerkskörper. Morning, guys. Arthur and Stanley cannot wait for the 4th of July. Me neither. Morning, guys. Life is a journey. Better stay home. Ein Vogelhaus. Oder schon mal erstmal allgemein ihr Haus. Wish I could be as cool and as wise as these guys when I get older. Schauen wir uns hier nochmal kurz um, bevor wir dorthin zu den beiden gehen. Ein Grill. These guys are like social directors here. They still love to party. Sieht nicht mehr so appetitlich aus. Oh, jetzt ist Daniel da oben.
war vorhin noch nicht. Ich schau jetzt noch einmal mit dem Collectible hier, mit dem Stand, ansonsten lasse ich es sein. Er sitzt jetzt oben. Vielleicht hat das was zu sagen. Und man sieht ihn ja eigentlich eher von der anderen Seite. Na gut, dann nicht. Möchte jetzt auch nicht ewig mit verbringen. So. Stanley und Arthur, das Vogelhaus haben wir uns noch nicht angeschaut. Look at that. I thought there was only vultures in the desert. Stanley und Arthur, zu euch kommen wir gleich. Ein Holzbär. Oh, nur, da kommen böse Erinnerungen hoch. Das sieht halt 1:1 aus wie... Oder, er wird es nicht sein, aber das sieht schon sehr ähnlich zu dem da aus. Oh, war das Episode 1? Ich glaube, das war Episode 1 von denen an der Tankstelle da, den Rassisten Arschlöchern. Huh. You think they picked this up at the gas station? I hope not. It's too cute. Looks like Brody, the bear. I sure wish we had him around now. He was a good guy. Ich wollte schon sagen, wer kann dann wissen, worüber wir reden, aber er müsste uns ja theoretisch sehen. Erstmal bücken. Wir bücken uns unter der Gay-Flagge. Das passt. Ja, die amerikanische Flagge, diese, ja, wie nennt die sich eigentlich? Gay Pride oder LGBTQ? Ich hab's bestimmt versaut. Flagge. Auf jeden Fall, ihr wisst das schon. Now that's some real patriots. Ja, noch ein paar mehr Kritzeleien. Ein großes Windrad und ich glaube... Geht's dahinter auch noch? Ist jedenfalls noch ein bisschen Stuff, aber auch nur Müll. This part of town is dead this time of year. Gut. I should stay around here. Dann würde ich mal sagen, lasst euch nicht stören. Ich schaue noch mal kurz, ob es was gibt. Nö. Dann habe ich was für euch. Arthur and Stanley probably halt die Klappe. Hey, what's up? Morning, Sean. Join us. Have a seat. Hey, just in time for our special desert brew. And dust free. Thanks. So much. Sean, it's too early to be so awake. No kidding. Hey, how was your sleepover in the canyon? Amazing. We watched the sunrise. Daniel loved it too. That's my favorite view out here. It's like ancient times, but it never gets old. Unlike us, darling. That canyon'll be here long after we're gone. Hope you looked up. We did. Thanks for hooking us up. Anytime. Even my daughter Becky loves to stargaze when she visits us. That's the only way to get Arthur to camp now. Becky is the real astronomer in the family. Wonder where she got this. From her mom, probably. Hope you guys get to meet Becky. Does she come visiting often? Not as much as I'd want. Can't really blame her. But you know, well, some parts of the year, this place is full of friends and family. Christmas, for example. So, why did you come out here? Because we got tired of people's bullshit. Things change, but being gay is still dangerous. The end. Sean, I'm almost 60, and I was a happily married man for 20 years until I came out. I don't blame my family for being in shock, but I didn't think they'd disown me. My other daughters won't even talk to me anymore. So why stay? Und selbst nicht mal der Tisch dort mehr machen. Together, we both had serious breakdowns. Then we got the hell out of the Bay Area. For the better. I hear that. I'm just so fucking tired of running. I hope me and Daniel find our own... way. You will. People come here to reset their life. Become the person they wanna be. Or used to be. You're smart. You'll figure out your next direction. Right, Gramps? Speak for yourself, Grandpa.
My body might be 59, but I'm 25. Uh-huh. I'll remember that on the next hike. I'm gonna hang around before it gets too hot. Thanks for the desert, Brew. Aber die sagen, da kommen aus der Bay Area, also die Gegend so um San Francisco. Ist San Francisco nicht theoretisch schon sehr tolerant und so? Ich meine, kannst nicht alles komplett so, dass das alles so, aber in San Francisco gibt es eigentlich auch sogar so ein Viertel, was richtig mit diesen Flaggen geschmückt ist und wo, ich weiß ja nicht so genau, ich kenne das nur so von Videos, Bildern, teilweise auch aus Spielen, dass es da halt dieses Viertel gibt. Aber ja, deswegen wird nicht auch nicht jeder Einzelne in San Francisco oder der Gegend dann tolerant und offen sein heutzutage. Hey, Sean. Leider nicht. What were you doing at Oscar and Stanley's place? You're a little too young to be stalking me, dude. You know what? I saw them kissing the other day. Kinda weird. You know it's actually normal for people in love to kiss, right? I know. I just mean, they're really cute together. I hope somebody cares about me like that when I get old. Im Notfall finden wir Layla einfach wieder. Layla. Den Recyclingmüll haben wir uns noch nicht angeschaut. Ganz wichtig. Don't shit where you sleep, kid. Okay, David. Thanks for the explanation. Gut, wir haben... Super Wolf to LDS Blow Loco. Copy. I hit something super cool for you to find. Okay. Will you accept this quest to find my secret treasure? Wollt sowieso schon fragen, was als nächstes ansteht. 10-4. Okay. You're on it, Nano. If I can find you in a forest, I can find anything. Yes. Thanks, Sean. Listen carefully. You must find the two items that will reveal where the treasure is. Deal. So for the first item is near the place with many wings that cannot fly. Das soll für die Mühle sein, die Windmühle. That's it. That's your clue? You can do it, big brother. I hope. And don't bother checking Mom's trailer. It's outside. Ja, schau noch mal ganz kurz hier, weil jetzt steht er hier oben so, wie bei dem Bild. Getting closer. Ja, ich weiß, es ist das Windrad, aber... You're lost, Sean. Ja, ja, lass mich. Ist ja schon gut. You're in the middle zone. You're warming up. Not too far. Ein versteckter Hinweis. Sieht nach einer Karte aus. Ahoy, matey. I found a map of a way. Yeah. Don't lose it, because you'll need it to match up with the other part. Got it. Now, for the second item, you'll need to find something that eats the sun. Uh-huh. Wahrscheinlich die Solarzellen. You're warming up. Cheating so much? Not too Wo waren die genau? Ich glaube, hier unter dem Wohnwagen, ne? Warm. Getting closer. So. Oh man, you're right there. Just look around. Sind die Empfänger hier irgendwas? It burns. Tja, unser Schatz liegt wohl oben in diesen ganzen Schrottkachen Found im Autofriedhof. Nice. And it's a tracing paper sheet with a red cross. Yeah, now just match up the other paper. And the treasure is yours, Captain Diaz. Ahoy, matey. I think I have the whole treasure map. Aye, Captain. Now you just gotta dig your way to the treasure. Hope you know where to go. That's a cool-ass map you drew, dude. Thanks.
about treasure hunting. Ah, hier ist es doch auch schon. Ooh, looks like something's buried here. Oder ist das quasi sogar der das zweite Collectible? Yes, I think I have found a hidden treasure. Yeah, I knew you could do it. I found this under an old trailer. Looks like gold, right? I'm not a prospector, but it looks like the real deal. Storr! You know what time it is. Victory! Dance time! Okay. Come on, dance! Okay. You asked for it. Gut, Schatz gehoben. Zeitalter der Vernunft, Errungenschaft. Ja, das war das zweite Souvenir. Gut, wieder was erledigt. Auf Karens Rückkehr warten. Okay, da kommen sie auch schon. Ich schaue nochmal kurz ins Tagebuch. Gibt's nichts Neues, gut. Gotcha. We'll help her out with the groceries. Na, wo ist er? Ich höre etwas. Kommt sie hier lang? Kommt sie von da? Ich habe gerade was gehört. Ich höre wieder was. Nein, die befreien mich nicht. Watch out! I'll let him know we're back. Gotta empty that truck. Hallo. Ja, ich bin doch hier. Hey. Hey. Glad to see you survived the night in the desert. Howdy, Sean. Hey, what's up? How was the town trip? Hate these trips. People look at us as if we're aliens. Here come the sand people. The deserters have returned with offerings from Das Kapital. Jolie! Oh, I missed you. Next time, you're coming with us. We'll see. Looking good. What's your secret? Defying death on a daily basis. And hydrating. Oh, right. Can't forget your goodies. Hey, thanks, Angel. Here. You're the man, Karen. Catch you later. Take care. Hey, so how did you guys like your night in the canyon? It was amazing. So many stars. So quiet. Good call, Karen. I knew you'd like it, Stargazer. Glad you got to see that. Hi, Mom. How was the town? Town life always sucks. But we got something for you. Think fast. Whoa, yes! Thanks, David. You want to play catch, Danny boy? Totally. Peng, voll in die Fresse. But I'm way better now. No matter what he's been through, he just wants to be a kid and play. Yep, Daniel hasn't been like this in forever. You've all been a good influence on him. About time you boys went camping. Hope Daniel didn't get scared by all the critters. Yeah, not anymore. He's seen a lot worse. And that made him tougher. And he can defend himself. You're right. And he does like to show off. Maybe too much. You boys no. have been here over a month. And I still can't get over Daniel's... skills. Me neither. But I never figured it out, so I don't try anymore. Well, take it from an old soldier. But you trained him well. He's a good kid. Thanks. I tried my best. I guess it's reassuring. But what do I know? Never met someone with a superpower before. I try to be a good influence. Not always easy, but he listens to me. I don't know if I did right. Guess you never really know. Listen.
Raising a kid is the toughest job in the world. Trust me. Combat was easier. Oh. You didn't tell me you were married. I used to be. We're divorced now. Her daughter's death left her heartbroken. Same for me. We just couldn't put our pieces back together after what happened. I'm sorry, David. Yeah, the worst thing is, I never had the chance to do the right thing for my stepdaughter before she died. We were like oil and water, and she was always starting shit. Guess that's hard for a kid to get a new father. Especially one like me. I just had no clue how to deal with her. Wish I did. Anyway, you can't go back. Nope. Thanks for talking, David. Better start my delivery now. Found some weird snacks in town. Arthur's gonna freak. Catch you later, Sean. Oh. Okay. Time out. Oh my God, I'm gonna melt. That was awesome, Mom. Now I know why they don't play baseball in the desert. You throw way better than Sean. We're not done out here yet. Let's get this food inside before it melts. No problem. She is so cool. You think? Joanne is so cool. Stanley's so cool. The heat is so cool. You're way too easy, bro. Whatever. Can't help it if I like Taryn. Just be you and I know. I'm just saying. Don't get too cozy here. This is a rest stop. Ein, ich will gerade sagen, ein Zwischenstopp. Auch wenn man sich ja dran gewöhnen könnte, denke ich. Eine Einkaufsliste. Das haben wir von uns gar nicht gesehen hier. Stanley, weil ein halbes Kilo Kaffeebohnen, Studentenfutter in Mause fallen, eine Wassermelone, Affolte, Choco Crisps, Backpulver und Fußpuder, Joanne, Shea Butter, Kurkuma und Ibuprofen, Priya, weil du Kondom und ein USB-Kabel, Jem, Katzentrockenfutter und Sonnenschutzcreme und Vadim, weil dein Maßband, Klimaanlagenfilter und geröstete Nüsse. Offenbar Nüsse hätte ich jetzt auch Bock. Geburtstagskerzen, wer hatte denn? Daniel's Big Ten Late Birthday Party made him feel so happy. Daniel ist zweistellig geworden, zumindest was sein Alter angeht. Is that a new statue? Ja. That woman is amazing. Kleidung, aufräumen. Das haben wir noch nicht gemacht vorhin. So. Ordnung muss sein, auch mitten in der Wüste. She was that close. Da finden wir sogar noch was Interessantes. Sucks she had to pay all that money back. Ein Brief aus dem Jahr 2010. Sehr geehrte Miss Reynolds, entsprechend unserer Unterhaltung am 10. Juni und Ihres Unvermögens, Ihr Poesie-Manuskript Der andere Weg zum vertraglich festgelegten Zeitpunkt im 1. Juni 2010 beim Ravensbury Verlag einzureichen, trotz wiederholter Versuche, Ihnen entgegenzukommen, bereuen wir es, Sie darüber zu informieren, dass dieser Vertragsbruch bedeutet, dass wir die Sammlung nicht länger als Teil unserer Reihe Neue Poeten herausbringen werden. Wie in Abschnitt 6 unseres Vertrags festgelegt, siehe Kopie im Anhang, hat der Herausgeber das Recht auf die Erstattung des vollständigen Vorschusses von $10,000, falls der Autor das Manuskript nicht zum vereinbarten Datum liefert. Wir fügen diesen Brief in Formular und einen Zeitplan für die Rückzahlung bei. Wie in Abschnitt 23 unseres Vertrags festgelegt, siehe Kopie im Anhang, fallen die Rechte für Ihr Manuskript an den Autor zurück, sobald der Vorschuss vollständig erstattet wurde. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Rechtsabteilung. Wir wünschen Ihnen nur das Beste für die Zukunft und freundlichen Grüßen. Alistair Moore, Poesie Editor, Ravensbury Verlag, New York. Is that the same person who wrote her back in Beaver Creek? Also leider. Knapp dran gescheitert, hat es nicht geschafft, das Manuskript fertig zu kriegen und so vielleicht einen guten Karrieresprung zu machen. Hey Mitbewohnerin, ja ich weiß, New York im August ist beschissen heiß. Du meinst, du magst die Hitze, doch meine Wohnung unterm Dach kann echt erdrückend sein. Ich will's dir nicht nur in die Nase reiben, aber Aspen ist mein neues Zuhause für den Sommer. Tagestemperatur 21 Grad und Jacuzzi am Abend. Anthony's Heim ist aber eher eine Skihütte. Nächstes Mal kannst du vielleicht mitkommen. Zuflucht für die Poetin, das beste Heilmittel für deine Schreibblockade.
Bitte sag mir, wann du mir die Miete für August zurückzahlen kannst. Die brauche ich unbedingt für den nächsten Monat. Und hier in Aspen. Ich sehe dich am 5. September statt am 4. Es ist halt bitte angezogen. Halte dich fern von Ärger und denk diesmal dran, meine Babys zu gießen. Hab dich lieb, Emma. Irgendwie sagt mir das was mit diesem Anthony und der ganzen Kohle und alles so. Ich kann es aber gerade tatsächlich nicht mehr zuordnen. 105 degrees out here. Schon zu lange her. I have to admit, I do miss that Pacific Northwest weather sometimes. Yeah, I bet. You've been here over a month now. What do you think of our little oasis? This place is like another world. Don't even know how to describe it. I think you just did. It has a unique atmosphere. That's why people come here from all over the country. For their own reasons. Not perfect, but it works. It is so peaceful out here. Guess that's what everybody's really looking for. Peace. You're probably right. Yes, I still feel like we're really privileged out here. There's bad shit going on in this desert. Yeah. I don't think you can ever really get away from everything. You can't escape reality. Even here. We just live slightly apart from it. So, how did you end up here? This place is not on the map. Like most of us, I was first brought here by someone, Maggie. After I failed to make it in New York, I was lucky enough to meet her down in Florida. She's had a tough life. This place was her getaway. She's long gone now, but her name is still written all over this place. Well, thanks for bringing us here. Oh, Sean. I'm glad I was able to help you. By the way, can you grab your brother so we can all talk? Is everything okay? Yeah, I just thought we could spend this day together. Just the three of us. Big brother to Super Wolf. We need you at Karen's trailer. Copy? Sure. I mean, 10-4. Hola. Hola, compadre. How about a trek around the canyon today? You in? Totally. Let's pack then. Na dann, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Was uns erwartet. Ob alles glatt gehen wird, das muss man ja bei so einem Spiel immer ein bisschen hinterfragen. Aber ja, wenn ich so auf die Uhr gucke, denke ich mal, was denn so passieren wird. Das schauen wir uns am nächsten Part an. Ich hoffe, ihr seid dann morgen wieder mit dabei. Bis dann.